Hallo und herzlich willkommen zurück zu Banishers Ghosts of New Eden. Wir wollen Abigail verfolgen und schupp ist die Tür da vorne auf einmal auf. Welch ein Wunder. Wir sind nah. Ich kann es spüren. Bleib Teufel dich. wachsam. Ich habe den Teufel sprechen hören und ihm zugehört. Ich habe sie umgebracht. Das Haus wird heimgesucht. Irgendwas ist in den Wänden. Ich muss fort von hier, solange ich noch kann. Okay. Noch mehr Pflanzen. Die Wurzeln bleiben. Schnell! Wie schnell? Es ist schnell. Ist das wirklich du? Ich dachte, ich hätte dich verloren. Ich dachte, ich. Oh Gott. Du bist da. Du bist wirklich da. Es tut mir so leid. Alles ist gut, mein Liebling. Du musst dich nicht mehr sorgen. Ich bin hier. Wir müssen das beenden. Hat das nicht geklappt? Warte mal. Irgendwas will gerade nicht. Ach so, warum ist der denn nicht, ist das nicht zurückgewechselt auf ihn? Okay. Mal ohne Witz, einfach nicht zurückgewechselt. Es ist noch eine da, aber da oben, ich sehe sie, ich sehe sie. Oh Gott! In so einem kleinen Raum. Aua, wie schnell kann. Was für ein Wendekreis hat dieser Giganto? Au. Bereit für den Einsatz. Ja, ich weiß. Sie redet wieder mit mir. Wow. Sie ist jetzt schwächer als er, weil ich mit ihr die Sachen noch nicht aufleveln konnte. Ah, nein. Heute nicht. Nein, nicht heute. Aber ohne sie wäre ich dann trotzdem sehr schlecht dran. Ah, aua, wie kann man denn hier blocken? Es will sich John krallen. Ich gebe hier mein Bestes. Wo denn? Wo will es sich John krallen? Das ist das Problem. Wo denn? Oh. Da nicht. Oben? Oben. Ich kann hier nicht rennen, Leute. Ich kann hier nicht rennen. Das reicht jetzt, Abigail. Lasst ab von ihm. Was willst du tun? Mich verbannen? Die arme, liebe, unschuldige Abigail? Willst du uns beide in die Dunkelheit schicken? Anthea, meine Liebe, du weißt, dass Abigail nicht mehr aufsteigen kann. Von mir und meinesgleichen gibt es kein Entrinnen. Außer ich will es so. Ich schlage einen Handel vor. Mein Angebot lautet Abigails Geist für John. John kriegt, was er verdient. Und Abigail kommt frei. Abigail, wenn auch nur ein kleiner Teil von dir noch da drin steckt, es tut mir leid. Für die Liebe muss man Opfer bringen, aber man darf nicht alles für die Liebe opfern. Eure Situation ist entsetzlich. Wir werden das beenden. Bitte nicht! Schick mich nicht nach unten! Die Hölle erwartet mich dort. Ein schreckliches Gelage. Und ich bin die Hauptspeise. Das reicht. Wir verbannen nicht Abigail, sondern den Dämon, der von ihr Besitz ergriffen hat. Ein gefährliches Spiel. John? John! Bitte, hilf mir! Abigail würde ich sofort helfen, aber du bist nicht wirklich sie. Red, mach dem Zirkus ein Ende. Zurück mit dir in die Leere, was auch immer du bist. Zurück zu deinen Meistern, wer auch immer das sein mag.
Ich werde meinen Preis mit in die Tiefe nehmen und dort werde ich mich laben. Ihr alle seid zum Gelage eingeladen, aber besonders du, Anthea Duarte. Sie weiß über dich Bescheid. Sie weiß alles über dich. Und sie erwartet dich. Ihr seid tot. Ihr seid vergangen. Ich... Wo bin ich? Was ist passiert? Was? Verbanner? Es ist vorbei, John. Das Wesen sucht euch nicht länger heim. Ich hatte so furchtbare Träume. Was der Teufel? Es war ein böser Geist. Einer von der schlimmsten Sorte. Ah, verstehe. Ein Succubus war es mit dem Gesicht meiner Frau. Hab Dank, Verbanner. Ich muss meine Sachen packen und fortgehen. Bitte, Verbanner, lasst mich zufrieden. Okay. Ja, dann habe ich ja wohl alles richtig gemacht, ne? Kann ich zufrieden sein. Warum sind die Türen denn jetzt hier Spengel? In 100 Jahren wird dieser Spiegel noch immer verflucht sein, wenn wir ihn nicht zerstören. Wo sollen wir anfangen? Vielleicht könnte eine Hexe helfen. Moment mal. Muss ich dazu zu Seeker? Yes, ich muss dafür zu Seeker. Das finde ich praktisch, weil ich möchte gerne bei Seeker auch Sachen kaufen. Wo soll das denn sein? Über mir? Im Gebäude über mir? Okay, Moment. Im Gebäude über mir? 10 Meter? 11? 10 Meter? 11 Meter? 10 Meter? Ja, ich habe ja die 3 Gemälde jetzt verändert und eigentlich muss ich mal gucken. 11 Meter. Ich entferne mich davon. Ah, schaut mal, na guck, da ist was hinter. Da ist... Wie kann ich... Ich habe noch nicht alle Gemälde. Ich glaube, ich habe noch nicht alle Gemälde dann. Ich gehe mal gucken, ob hier noch irgendwo ein schiefes Gemälde ist. 3 haben wir ja gemacht. Hat mir auch was vom Esszimmer gesagt? Ah. Ja, das hat gereicht oben. Ich hab's gehört. Wenn ich schon hier bin, können wir mal kurz schauen. Was? Aber... Wieso habe ich irgendwo ein Gemälde übersehen? Da hinten ist noch ein Gemälde. Hatte ich das nicht gemacht? Ich verstehe es nicht. Habe ich es nicht gemacht? Offensichtlich nicht. Oder sind die wieder zurückgesetzt worden? Die sind wieder zurückgesetzt worden. Oh, Schelm, ey. Oben ist, meine ich, auch noch eins. Wie mies, dass sie zurückgesetzt worden sind. Naja. Hat es jetzt funktioniert oder fehlt mir immer noch irgendein Gemälde? Fehlt mir
hier noch irgendein Gemälde? Nee. Dieses Haus knatscht und knirscht zu sehr. Ich mag das nicht. Es hat immer noch nicht funktioniert. Ich weiß einfach nicht warum. Wo? Ich hatte das Tagebuch noch nicht. Interessant. Aber ich suche eigentlich... Wartet mal, da muss ich dann ja auch in meinem Inventar... Nein, nein. Sammelobjekte? Das Leben... Nein, nein. Ich habe sehr viele nicht, also alles gut. Schlüssel? Also, ich muss herausfinden, was. Kein Licht, kein Glimmern, ebenfalls. Balsa befindet sich ein Gemälde, das lediglich das im Gästezimmer verrückt. Ebenfalls ist mir aufgefallen, dass die Gemälde im Speisesaal keins der anderen Gemälde verrückt. Verändert sich die Wende etwa? In der Dunkelheit des Balsaals befindet sich ein Gemälde, das lediglich das im Gästezimmer verrückt. Mein Gedanken wandern, wie auch die Wände zu wandern. Was wohl geschieht, wenn ich die Gemälde im Gästezimmer und im Arbeitszimmer gerade rücke? Okay. Wartet mal, also muss ich die wieder... Kann ich... Warte. Ich gehe mal raus aus dem Haus. Und guck, ob ich das wieder zurücksetze. Was hatte sie jetzt... Oh Gott, ich habe mir jetzt schon wieder nicht das Gemälde im Arbeitszimmer und Gästezimmer korrekt. Nochmal kurz einmal gucken. Ich kann mir voll gut merken, was ich tue, Leute. Voll gut. Was wohl passiert, wenn ich Gemälde im Gästezimmer, im Arbeitszimmer gerade? Das Gästezimmer? Aber Arbeitszimmer und Gästezimmer. Was ist was? Das hier ist doch das Arbeitszimmer, oder? Das ist jetzt gerade gerückt. Okay. Ja, gut, ne? Ist gut, ist okay, verstehe ich schon. Ein Ballsaal. Kann ich so zurücksetzen? Ist das... Ich nehme an, das ist der Ballsaal. So, wenn ich... Hast du das gehört? Ja, ganz in der Nähe. Ich habe keine Ahnung, was ich getan habe. Dort finden wir sicher etwas. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich getan habe. Eine Windrose. Was kann die? Ah, es ist die zweite Brosche, die ich je über... Und die Scheiße. Was brauche ich nochmal zum Verbessern? Edeljuwelen. Oh Gott, ich brauche zu viele von diesen Juwelen, ey. Okay. Aber frag mich nicht, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Jetzt darf ich aber immer wieder rennen. Ich habe keinen Bock, mit dem zu reden. Die sind alle mal sehr unhöflich. Ich möchte einfach nur jetzt zum, hier ist nichts. Ich wollte doch nur zu meinem Lagerfeuerchen. Zack. Da irgendwo hinten. Da ist mein Lagerfeuer. Und dann gehen wir zu Seeker. Weil ich eh mit der handeln möchte. Bin ich ehrlich. Und... Oh, warte mal. Ja, bitte.
Okay, ich muss zu Seeker. Das müsste diese Insel sein, ja. Muss ich mir einmal kurz markieren. Ach shit, na gut, egal. Laufe ich jetzt richtig? Ich bin mir nicht sicher. Anscheinend laufe ich richtig. Hätte ich gewusst, dass das unterschiedliche Währungen sind, habe ich voll nicht drauf geachtet, sagte sie nach 52 Parts, ne? Oder über 50 Parts. Ich weiß gar nicht, bei wie viel wir sind. So. Einmal mit ihr über Exorzismus reden. Sollen wir Seeker bitten, uns mit dem Spiegel der Rumbles zu helfen? War meine Idee. Gute Idee. Warum sieht das hier so scheiße aus? Was wollt ihr? Und wichtiger noch, was braucht ihr? Seeker? Werte Dame. Erstmal deine Waren. Habt ihr was Interessantes für einen Verbanner? Überzeugt euch selbst. Von mir aus. Boah, 1000. 1000, Leute. 1000. Hm. 1000. Wie viel brauche ich denn? Ich weiß, dass ich für sie auf jeden Fall davon einen brauche. Davon brauche ich mindestens 3. Sie hat auch nur 3. Jetzt bin ich arm wie eine Kirchenmaus. Wir fanden einen verfluchten Gegenstand. Habt ihr ihn Vielgottsritual unterzogen? Dieser Fluch scheint anders, irgendwie mächtiger. Wir hatten gehofft, ihr könntet uns helfen. Ein Fluch kann verschiedene Dinge bedeuten. Was ist eurer Meinung nach geschehen? Ein Wesen ergriff vom Geist einer Frau Besitz oder ahmte sie vielleicht nach, um den trauernden Witwer zu quälen. Der Spiegel gehörte einem Ehepaar, das aus dem Leben gerissen wurde. Mit brutaler Gewalt. Red und ich spürten seinen Einfluss. Was ist mit dem Witwer geschehen? Wir haben den Spuk beendet. Er hat überlebt. Wir wissen nicht, was ihr zugestoßen ist. Es war ziemlich chaotisch. Ihr habt anscheinend etwas wahrlich Gefährliches gefunden. Gut gemacht. Was denkt ihr, sollten wir damit machen? Mir fallen 3 Dinge ein. Haare einer Person, die dem Wesen entkommen konnte. Erde vom Riss, durch den das Wesen aus der Leere gekrochen kam. Und die Wurzeln eines Baumes, der 5000 Monde überdauert hat. Nichts davon ist alleine mächtig genug, aber zusammen sollten sie den Fluch brechen können. Ihr wollt es dieses Mal nicht für mich niederschreiben? Habe ich schon. Bitte, lest es sorgsam durch. Ich weiß, wie hübsch ihr seid. Danke, aber so gut sehe ich nun auch nicht aus. Okay. Wir machen uns auf den Weg. Hoffentlich bis bald. Sicher. Das ist aber viel Arbeit, ne? Okay. Da hinten. Ah, Münzensammler. Nee. Ich bin verwirrt. Unvollendete Angelegenheit. Ja, das ist die Prudence, ne? Schmiede und vergeben. Prudence Bericht erstatten. Aktivität verfügbar. Schmutziges Geld. Ja, Leute, dann ist das wohl so, dass ich den Fall nicht lösen kann. What?
Kriege ich einen Hinweis? Oder was ist euer Problem? Ein Schuss zum Abschied. Flora Abbott suchen. Da muss ich eh übrigens hin, aber gut. Ja, ne, wenn das so ist, dann ist das wohl so. Ich möchte zum Lagerfeuer. Ich finde es doof, dass mir hier nichts angezeigt wird. Okay, dann ist das wohl so. Ich beschwere mich nicht. Also doch, ich beschwere mich schon, aber... Es ist, wie es ist. So, ich brauche einmal hier den Weg hier hin zu diesem Lagerfeuer. Wie bin ich jetzt nochmal dahin gekommen? Irgendwie so, ne? Hier rüber. Glaube ich zumindest. Ja. Da bin ich schon. Nett, aber hat mir jetzt nicht wirklich weitergeholfen, wenn ich ehrlich bin. So, bitte Entwicklung. Sogar 4 Updates. Ach du Scheiße. Was ist bei ihm das Problem, dass es hier jetzt nicht weitergeht? Ach so, das ist der Saftling, ne? Ja. Der Leersplitter. Sehr schön, auch das kann ich machen. Sehr schön. 2 von 3. Was ist hiermit? 2. Oh, ich brauche so viele von den Splittern. Das ist Wahnsinn. Und 3 von 3 sogar. Himmelergottchen nochmal. Was brauche ich hierfür? Die Saftlinge. Okay. Und hierfür brauche ich Schemenhorst Schlick. Was mache ich denn jetzt idealerweise? Ich glaube, ich mache erstmal das hier. Brauche ich Leersplitter. Jetzt kann ich aber auch nichts mehr machen. Aber ich glaube, das wird ihr gut tun, dass ich das gemacht habe, wenn ich ehrlich bin. Gut. Dann wollen wir jetzt zurückreisen zum... Ja. Nee. Hier. Ich muss jetzt wohin genau? Oh Gott. Ich will die richtigen Sachen verfolgen, also hier hin. Okay. Zur Krankenstube muss ich. Mal gucken, ob ich ihr verklickert bekomme, dass sie tot ist, aber wird ja eh darauf hinauslaufen. Das war wohl richtig. Tofimi Andrasta, Skal Manfalas. Haltet still. Oh, nimm deine dreckigen Pfoten von mir weg. Das reicht jetzt, Mr. Peabody. Oh, weg von mir, du miese alte Fregatte. Oh. In seiner Wut gab Cotton Peabody seine Krankheit an Anne Wings weiter und brachte ihr den Tod. Oh, ihr seid noch immer hier, hm? Welche neue Komödie kann ich heute von euch beiden erwarten? Cotton Peabodys Gesundheit liegt euch sehr am Herzen, richtig?
Ich bin eine sehr gute Schwester. Ich glaube, ihr wisst, was er benötigt. Ich glaube, ihr kennt sein Heilmittel. Er braucht Wintergrün, eine Tinktur aus frischem Öl, dann aufgetragen als Salbe. Und doch verschlechtert sich sein Zustand, obwohl ihr ihn versorgt. Das muss euch doch aufgefallen sein. Um diese Farce des Lebens aufrechtzuerhalten, labt ihr euch an seiner Essenz. Obwohl ihr euch um ihn kümmert, saugt ihr ihm das Leben aus. Nein, nein! Euer Gedächtnis löst sich auf. Das tut es nicht. Glaube ich zumindest. Eure Aufzeichnungen waren einst vortrefflich. Die wenigen Notizen, die ihr jetzt noch verfasst, sind vollkommen chaotisch. Das ist nur... Ich bin so alleine. Ich kann mit niemandem reden, mit niemandem lachen. Vielleicht bin ich ein bisschen konfus. Wann habt ihr das letzte Mal geschlafen? Wann das letzte Mal gegessen? Nun, ich hatte viel zu tun. Ihr seid müde, aber könnt nicht schlafen. Ihr seid hungrig, aber könnt nichts essen. Stellt euch der Wahrheit. Nein, es ist nur... Ich bin müde. Vergesse Dinge. Ich vergesse, Pausen einzulegen. Schwester Wings. Anne. Ihr seid tot. Genau wie Anthea. Ihr habt euch eingeredet, noch am Leben zu sein, aber das seid ihr nicht. Aber wenn Mr. Peabody neben ihr dahin sieht, warum ist das bei euch und eurer Frau nicht so? Das wäre es. Aber ich hole mir meine Kraft von anderen Leuten. Bei Gott, das könnte ich niemals! Dann wird euer Patient nur umso schneller sterben, je länger ihr ihn behandelt. Nein! Nein! Ups. Jetzt ist sie weg. Ich lasse mich mal kurz ausgeblendet, weil ich gerade noch nebenher was mache. Halt! Schwester Wings! Ich kann euch gerne gleich erzählen, was. Ich kann euch helfen. Lasst mich euch helfen. Sie kehrt an den Ort zurück, an dem ihre Leiche liegt. Anne, seid ihr hier? Wenn ich noch einen Schritt mache, wenn ich falle, werde ich dann sterben? Du bist schon tot, Mädchen. Nein, ihr werdet nicht sterben. Ich wollte doch nur ein Leben retten. Immer nur ein Leben. Cotton. Es wird Zeit, dass wir dir mein Ende setzen. Die arme Anne Wings hat sich so für ihren Beruf aufgeopfert, dass sie selbst nach ihrem Tod nicht aufhören konnte, sich um ihre Patienten zu kümmern. Nope. Nein. Ihr Geist lechzt nach Essenz und nennt es Kümmern. Anathea, du bist sehr hart zu ihr. Sorry, aber... Euer Zustand muss sich bessern. Das ist alles, was ich will. Aber weil ich hier blieb, habe ich euch geschadet. Ich bitte euch um Vergebung. Oh, Mr. McRae. Peabody, wir müssen uns unterhalten. Das klingt nach Unheil. Was ist das Problem? Ihr habt sie krank gemacht. An dem Tag, als ihr Anne Wings angespuckt habt, habt ihr sie angesteckt. Ich hab nie... Nein. Halt. Sie wollte mich mit der Lanzette peinigen. Ich wurde leicht wütend, nur kurz. Ich hab nicht nachgedacht. Das könnte selbst einem Heiligen passieren. Wer hat noch nie ohne nachzudenken rumgespuckt? Das war einfach Pech. Also, Schwester Wings ist gestorben, weil sie euch heilen wollte. Ihr glaubt, ihr Geist sei zurückgekehrt, um euch Leid zuzufügen. Interessant.
Nun, alles Gute geht vorbei, heißt es doch. Ich werde unsere heiteren Plaudereien vermissen. Ja, natürlich lasse ich sie aufsteigen. Egal, was für ein Arschloch er ist. Anne Wings, ihr seid eine ausgezeichnete Schwester. Was ihr tut, tut ihr mit Liebe. Aber jetzt gerade seid ihr eine Gefahr für euren letzten Patienten. Er braucht mich. Ich will ihm doch nur helfen. Braucht er euch wirklich? Wollt ihr ihm wirklich nur helfen? Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Ihr habt euch so lange in eure Arbeit gestürzt, dass ihr um eure Existenz fürchtet. Solltet ihr je damit aufhören? Lasst los, Anne. Ihr habt Großartiges geleistet. Aber eure Pflicht ist getan. Cotton Peabody hat es verdient zu genesen und ich war die Einzige, die sich um ihn kümmerte. Wir werden für ihn tun, was wir können. Ihr habt genug getan, Anne. Ihr werdet nie in Vergessenheit geraten. Nun gut. Wenn ihr euch sicher seid, habt Dank. Geht in Frieden. Ist sie weg? Bin ich in Sicherheit? Es ist vorbei. Anne Wings kommt nicht wieder. Sie wird nicht wiederkommen. Ja, das ist gut. Ja, sterb an einer Seuche vor dich hin. Schwester Wings schrieb in ihr Tagebuch, dass Öl aus Winterlieb Peabody heilen könnte. Wie treffend. Versuchen wir es zumindest. Holen wir uns die Ingredienzien. Warum sollte ich das tun? Er ist nicht der netteste Mensch am Horizont. Naja. So. Warum ich mich ausgeblendet habe, ist die Tatsache, dass ich gerade das Lösungsbuch zu Tomb Raider 1 kaufen konnte für einen Apfel und ein Ei. Und das macht mich froh und glücklich, weil das das letzte Lösungsbuch ist, das mir fehlt. Außer Lösungsbuch 2, 1 und 2 haben mir nämlich gefehlt, kommt hier nicht an, weil, keine Ahnung. Ich würde sagen, oh, falsch. Aber das wollte ich gerade eben machen, bevor das weg ist, weil die gehen immer recht zügig auf eBay Kleinanzeigen weg. Ich mag eBay Kleinanzeigen halt eigentlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ist so. Aber auf eBay war nichts zu machen. Okay, ich will dahin. Nächstes Mal gehen wir dahin. Was ist das? Heilformel. Winterlieb finden. Voll nicht, Leute, voll nicht. Hier ist eine neue Aktivität verfügbar, schon wieder. Und was ist es jetzt, bitte? Aktivität. Ah, das ist da bei der Truller hier vorne, ne? Die hier. Mrs. Ingersoll, wie geht es euch? Ah, Mr. McGrath. Es könnte besser gehen, muss ich zugeben. Mein Gehilfe ist weg und ich muss alles selbst erledigen. Aber ihr, werter Herr, könntet mir vielleicht einen Dienst erweisen. Ich hätte Nathaniels Namen gern auf dem Ladenschild. Ich bin ein Verbanner, kein Schildermaler. Ich wüsste noch nicht einmal, wo ich Farbe finden könnte. Die Farbe habe ich bereits. Sie befindet sich im Versteck in den Minen. Ihr wart bereits dort. Ich würde ja selbst gehen, aber eine merkwürdige Pflanze versperrt mir den Weg. Und ich höre dort Geflüster. Seltsames Geflüster. Oh, ihr wisst ja gar nicht. Ich werde daran denken, aber ich kann nichts versprechen. Wie wunderbar. Hab Dank, Mr. McGrath. Hat sie vielleicht Winterlieb da? Das sollten wir durchaus, mein Herr. Was interessiert euch? Naja, Dinge, die du vermutlich nicht mehr hast, aber... Dolden Winterlieb. Im Besitz 131. Warum muss ich die sammeln, wenn ich die im Besitz habe zu 131? Ist jetzt nur eine Frage, ne? Also...
So, ich habe 440, also kann ich da wohl mal ein bisschen was verkaufen. Auch davon kann ich ein bisschen was verkaufen. Der geht's echt gut, der Frau, ne? Okay, dann mache ich jetzt hier einen K3. Wir sehen uns in der nächsten Und Folge möge wieder. Gott euch leiten. Und dann suchen wir in der nächsten Folge, ich muss sagen, dass es mir jetzt langsam zu viele Aktivitäten werden, nach Flora Abbott. Ich muss dafür wo genau hin? Nun, das ist eine interessante Frage. Es wird auf jeden Fall kleiner hier. Also, haut rein!